Ja, ich möchte auch nochmal alle herzlich begrüßen und schön, dass Fußball auf uns Rücksicht genommen hat. Die haben gesagt, okay, Montag ist Mahnwache, also fangen wir erst um 22 Uhr an. Das Wetter, ja, als wir ankamen, war es am Regnen, jetzt ist trocken. Also alles spielt mit und so ist das schön. Wenn ich irgendwie was vorbereite, hier zu sagen, dann mache ich das immer sehr kurzfristig. Und ich habe gerade heute habe ich einen offenen Brief gefunden, der kam mir so auf den Tisch geflattert. Und das fand ich halt sehr, sehr interessant. Und zwar geht es da um einen Milliardär, der seine reichen Kollegen, vor einer Revolution der Mistgabel warnt. Der eine oder andere hat es vielleicht schon gelesen, andere wieder nicht. Deswegen möchte ich das mal ganz kurz vorlesen, weil ich fand es halt schon sehr spannend, was es mittlerweile für Kreise zieht, und zwar weltweit. Dass die Leute einfach merken, die Elite einfach merkt, dass es Menschen gibt, die sich nicht mal alles gefallen lassen, die aufwachen und auch anfangen, das ganze System zu hinterfragen. Der amerikanische Milliardär Nick Hanauer hat einen offenen Brief an seine Mitzillionäre veröffentlicht. Er mahnt die superreichen Amerikaner aufzuwachen und sich von den Mistgabeln in Acht zu nehmen. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis die 99% einen Aufstand wagen. Nick Hanauer gehört nach eigenen Angaben zu den reichsten 0,01% der Bevölkerung und bezeichnet sich selbst als trotz stolzen und uneinsichtigen Kapitalisten. Sein Milliardenvermögen hat er mit Firmeninvestments gemacht und unter anderem Amazon mit begründet. In einem offenen Brief wendet er sich nun an seine Mitreichen, um sie vor den kommenden Aufstand zu warnen. Hier sind ein paar Auszüge aus seinem Text. Ich bin in vielerlei Hinsicht nicht anders als du. Wie du habe ich mich gerade obszön für meinen Erfolg belohnt. Mit einem Leben, das sich die anderen 99,99% der Amerikaner nicht einmal vorstellen können. Aber lassen Sie uns offen miteinander sprechen. Sehen, wohin die Reise geht, ist die Essenz des Unternehmertums. Und was sehe ich jetzt in unserer Zukunft? Ich sehe Mistgabeln. Zur gleichen Zeit, zu der Menschen wie du und ich über die Träume aller Bürokraten der Geschichte hinaus Erfolg haben, bleibt der Rest des Landes, die 99,99%, weit zurück. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer schlimmer und das wirklich, wirklich schnell. Im Jahre 1980 kontrollierte die Top 1% etwa 8% des US-Volksvermögens. Heute besitzen die Top 1 20% und die unteren 50% gerade mal noch 12% des Volksvermögens. Aber das Problem ist nicht alleine die Ungleichheit. Ungleichheit ist nicht trennbar von einer funktionierenden kapitalistischen Wirtschaft. Das Problem ist, dass die Ungleichen auf historisch hohem Niveau von Tag zu Tag schlimmer wird. Unser Land wird täglich weniger eine kapitalistische Gesellschaft und immer mehr eine feudale Gesellschaft. Wenn sich unsere Politik nicht drastisch ändert, wird die Mittelschicht verschwinden und wir werden wieder im späten 18. Jahrhundert in Frankreich sein, vor der Revolution. Und so habe ich eine Botschaft für meine steinreichen Kollegen, für alle von uns, die in unserer geschützten Blase leben. Wacht auf, Leute! Es wird nicht mehr lange dauern. Wenn wir nichts tun, um die eklatante Ungleichheit in dieser Wirtschaft zu beheben, werden die Mistgabeln gehen und gegen uns. Eine Gesellschaft kann diese Art von wachsender Ungleichheit aufrechterhalten. In der Tat gibt es kein Beispiel in der Geschichte der Menschen, wo Reichtum wie dieser angesammelt wurde und die Mistgabeln nicht irgendwann hinter ihnen her waren. Zeige mir eine sehr ungleiche Gesellschaft und ich zeige dir einen Polizeistaat.
oder einen Aufstand. Es gibt keine Gegenbeispiele, kein einziges. Die Frage ist nicht ob, sondern wann. Ich sage euch, ihr lebt in einer Traumwelt, Revolutionen kommen wie Konkurse nach und nach und dann plötzlich. Eines Tages setzt sich jemand in Flammen, dann gehen Tausende von Menschen auf die Straße und bevor man sich versieht, brennt das ganze Land. Und dann bleibt keine Zeit mehr für uns, um zum Flughafen zu kommen und auf unsere Gulfstream VS zu springen und nach Neuseeland zu fliegen. So war es bisher immer. Wenn die Ungleichheit weiter steigt wie bisher, wird es irgendwann passieren. Wir werden nicht in der Lage sein, vorherzusagen, wann. Und es wird schrecklich. Für alle, aber vor allem für uns, also den Reichen. Und wenn die Reichen das schon sagen heute und im Prinzip untereinander schon sich so austauschen, dass es so nicht mehr weitergeht, dann hat es, denke ich mal, einen Grund, warum wir jeden Montag hier stehen.